Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nice to Know. In der heutigen Folge dreht sich alles um Discord und die Grundlagen der App. Kurz gesagt, Discord ist ein kostenloses Kommunikationsprogramm. Du kannst mit deinen Freunden chatten, telefonieren und Servern beitreten, um mit großen Communities zu interagieren. Zum Thema Server erzählen wir dir später noch mehr. Du benötigst nicht einmal einen Account, um Discord zu nutzen. Allerdings kannst du dann nur die Browser-Version verwenden. Mit Account kannst du dir die spezielle Discord-App für dein Smartphone herunterladen und nutzen. Aber wie genau funktioniert Discord? Da Discord wirklich sehr vielseitig ist und zahlreiche Funktionen bietet, haben wir für dich die einfachsten Grundlagen zum Start zusammengefasst. Installation und Einrichten. Discord kannst du, wie schon erwähnt, auch ohne Konto über die Website verwenden. Wenn du dir allerdings doch ein Konto zulegen willst, musst du dir nur die App von der offiziellen Webseite herunterladen und dir dort einen kostenlosen Account einrichten. So bist du auch in der Lage, Chats von Freunden zu speichern. Ein Discord-Konto kannst du schon ab 13 Jahren verwenden. Gib einfach deine Anmeldedaten ein und denke dir deinen persönlichen Nutzernamen aus, dem dann automatisch ein Hashtag-Code zugefügt wird. Oberfläche. Links am Rand siehst du die Menüleiste. Beim Discord-Logo findest du deine Freunde und Nachrichten. Hier kannst du auch neue Freunde adden oder unerwünschte Personen blockieren. Unter dem Discord-Logo findest du die Server, denen du beigetreten bist. Die Anordnung kannst du selbst gestalten. Wenn du auf einen Server klickst, siehst du seinen Inhalt. Hier kannst du Chats, News und Infos finden, welche mit Hashtags sortiert sind. Über die Suche oben rechts kannst du nach Personen oder Infos suchen. Der Posteingang zeigt dir deine aktuellen Nachrichten und Server-News. Freunde und Profil. Mit deinem Namen und deinem Hashtag-Code können dich Freunde hinzufügen. Klickst du auf dein Profilbild unten links, kannst du deinen Status ändern. Im Nachrichtenbereich hast du die Möglichkeit, Einzelchats mit Freunden oder Gruppenchats zu führen. Außerdem kannst du in diesen Chaträumen telefonieren oder Videoanrufe starten. Die Server heben Discord von anderen Services ab. Hier können sich größere Communities treffen und sich zusammen über gemeinsame Themen unterhalten. Das wird besonders im Gaming- und Bildungsbereich verwendet. In den Serverräumen können Regeln und Rollen von sogenannten Moderatoren eingestellt werden, an die du dich halten musst. Einem Server kannst du per Einladung beitreten. Allerdings kannst du über das Entdecken-Symbol am linken Rand auch große allgemeine Server finden, denen du so beitreten kannst. Klickst du nun auf einen der Server, kannst du im linken Bereich Textkanäle, News und vieles weiteres finden. Diese Übersicht sieht bei jedem Server unterschiedlich aus, da dieser Bereich von den Moderatoren individuell gestaltet werden kann. Wir empfehlen dir immer, erstmal den Willkommensbereich sowie die Regeln eines Servers zu lesen, damit du den genauen Ablauf verstehst. Benutzereinstellungen. Über das Zahnrad neben deinem Profil rufst du deine persönlichen Einstellungen auf. Hier kannst du neben dem Erscheinungsbild von Discord auch Sicherheitseinstellungen verwalten. Diese solltest du dir unbedingt ansehen und deinen Wünschen anpassen. Außerdem kannst du dein persönliches Game Overlay anpassen, die Menüschnittstelle, über die du Discord auch während du zockst bedienen kannst. Aufgerufen wird das Game Overlay über ein von dir gewähltes Tastenkürzel. Discord ist ein sehr vielseitiges Kommunikationsprogramm und bietet extrem viele Anpassungsmöglichkeiten. Außerdem kannst du mit vielen verschiedenen Leuten in Communities interagieren und zusammenkommen. Aber Discord birgt auch Gefahren. Jeder, der deinen Namen und deine Hashtag-Nummer besitzt, kann dich kontaktieren und auch Servern hinzufügen, mit denen du vielleicht gar nichts zu tun haben willst. Sei also immer auf der Hut und achte darauf, was du alles in Discord teilst. Das war's wieder mit unserem Video. Falls du noch Fragen zu Discord oder einem anderen Thema hast, komm doch gerne auf uns zu. Jeden Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr stehen wir dir in unserem Expertenchat Rede und Antwort. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Mach's gut und bis zum nächsten Mal bei Nice to Know.